Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Park Beyond. Aktuell bin ich ja hier sehr stark dabei, meinen Cash hoch zu pushen. Wenn ich den hier habe, ist es natürlich auch sehr, sehr gut. Ich muss jetzt also unbedingt meine Besucher hochkriegen. Warte mal, habe ich nicht Pac-Man-Dinger hier jetzt? Ja, hier habe ich die Pac-Man-Sachen. Aber ich habe gerade nicht das Geld dafür, um da großartig was hinzupacken von. Aber das Geld ist schon mal sehr, sehr gut, was ich gerade hier. Parkattraktivität muss ich auch unbedingt hoch pushen noch weiter. Das ist auch schon mal sehr gut. Ich baue da mal die hüpfende Burg. Sehr schön, damit habe ich das Teamziel erreicht. Damit habe ich da die hüpfende Burg. Ich hoffe einfach mal, dass die mir da gut was an Besuchern einbringt. Ich wollte ja Ziele. Jetzt 5 impossifizierte Fahrgeschäfte. 6 impossifizierte Fahrgeschäfte. Dim, 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 dim. Ja, Begeisterung generieren ist, glaube ich, gerade ganz gute Wahl. Daher. Das Ding ist jetzt aber sehr groß dort gerade, aber na gut. Thank you.
Müll einmal. Oh fuck, ich hätte auch die Pac-Man-Bänke hinsetzen können. Egal. Was mache ich jetzt? Ich denke, ich gebe erstmal Gas, damit die... Oha, da kommen jetzt richtig viele. Ich kann ohne Probleme auf 2 hochgehen damit. Das ist sehr, sehr schön, was ich da gerade sehe. Oh, das ist nicht so, schön, was ich dort gerade sehe. Spaßbewertung noch höher. Der hebt mir die Begeisterung hoch. Rodelbahn wäre sehr gut. Das würde die Spaßbewertung erhöhen und die Rentabilität. Dann gehe ich mal mit Rodelbahn. Ich denke, ich brauche eine weitere Wartungskraft. Ja, Weltraumstart ist gerade kein Wunder, dass das Ding keinen Gewinn macht. Und das defekt ist. Piratenschiff ist jetzt wieder bei Gewinn. Also jetzt ist gerade so ein Punkt, wo ich sehr viel Begeisterung generieren sollte am besten. Vielleicht sollte ich dafür am besten die nächste Plattform direkt bauen. Oh. Damit bin ich jetzt bei 10.000, sehr gut. Neue Parkstufe auch sehr, sehr gut. Dark Energy Drink, Sperrartikel laden. Der Liebe. Gehe ich mit Monster Feature? Oder gehe ich mit... Obwohl, eigentlich... Ich denke, ich gehe mit Monster Feature tatsächlich. Farbhafte Aktionen... Nee, die bringen mir nicht so viel. Ja komm, ich gehe mit Monster Feature.
So, einmal die nächste Plattform bauen. Die Dinger generieren ja Begeisterung. Also, ich finde, das läuft jetzt definitiv schon mal um einiges besser als mit dem Park zuvor. Hier mal so, da habe ich da jetzt noch mal Himalaya. Bahnen. Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht hätte ich doch erstmal das Ding mit dem Eis machen sollen für Dingster, für Phil, aber naja, egal, ich bin jetzt gerade dabei bei dem. Okay, die Attraktion hatte gerade einen Ausfall, deshalb waren die da nicht drin. Ah, sehr schön, ich kann wieder. Spaß. Rentabilität und Begeisterung. Rentabilität brauche ich gerade nicht so extrem. Begeisterung wäre. Oh Junge, deine Besucher verputzen all den Irrsinn, den du ihnen servierst. Ich bin fast versucht, mir auch eine Portion zu holen. Damit generiere ich dort nochmal ein gutes Stück mehr Begeisterung. Spaßbewertung, Parkattraktivität brauche ich nochmal. Ja, eigentlich. Ich bin jetzt wieder an so einem Punkt, wo ich gerade irgendwie. Okay, ich muss meine Parkstufe weiter höher, wieder weiter hoch bekommen. Oder was sind das? Besucher. Kritisch. Oh, shit.
kritisches Duos. Nein, nicht Finanzen. Das ist ja gerade nicht so gut, was ich da gesehen habe. Info an sich trinken. Ey, komm. Anscheinend sollte ich hier noch irgendwie was mehr zu trinken. Dann packen vielleicht einfach ein Getränkeautomat. Hier vielleicht auch noch dementsprechende Sachen. Ein Geldautomat sollte ich auf jeden Fall auch noch mal. Einmal dort und dann noch. So. Okay, kritischer Toilettendrang auch noch. Dann brauche ich aber nochmal lieber weitere Mülleimer hier noch. So, hier auch nochmal. Sollte das doch hoffentlich dafür sorgen, dass die Sachen da jetzt sozusagen gefixt werden. Damit sollte ich eigentlich die Bedürfnisse dann unter Kontrolle bringen können. Toiletten, Geldautomat, Planager, Kredittilgung. Uff.
sind aber richtig hart dabei. Aber ich hoffe, dass das dafür sorgt, dass... Aha. Da kommen gerade wieder, hoffentlich. Inkommensrate sind 4. Mhm. Kritisches Essensbedürfnis. Kritischer Durst. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Toilettendrang auch. Mhm. Hier ist gerade einiges kaputt, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Was mache ich denn da am besten? Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, das Spukschloss. Aber sollte ich das jetzt tatsächlich bauen? Ey, das ist... Wie viele Attraktionen hier gerade Probleme haben, ist auch nicht gut. Das sind gerade 4 Attraktionen. Das wirkt sich natürlich nicht gut auf mein... auf meine Werte da überall aus. Die Werte sind immer noch nicht so gut von denen, dabei habe ich da schon hochgerüstet. Mein Park steht quasi in Flammen. Das ist nicht toll. Okay, ich kann aber... Das erhöht die Begeisterung. Spaß und Rentabilität. Mhm. Spaß sehr gut. Auch Spaß sehr gut. Rentabilität sehr stark und ein wenig. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das Ding machen soll. Der kriegt dann noch gut Begeisterung mehr. Der hat auch... Ach, komm. Ich mach Himalaya. Das ist gerade hier echt nicht gut, was da... Okay, da ist aber auch einiges kaputt, was wahrscheinlich damit drauf wirkt. Das ist schon mal wesentlich besser jetzt, wie das runtergegangen ist.
Ich muss halt echt hinbekommen, die Dinger jetzt möglichst schnell zu fixen, ansonsten bekomme ich echte Probleme und denke, oh fuck you. Vortex-Schwinge dann da halt. Ja, toll. Der wird gerade gebohrt. Ich tut mir leid deshalb. Aber die Folge ist ja sowieso gleich rum. Ich brauche aber am besten hier nochmal ein weiteres. Die Dinger sind auch mehr oder weniger inzwischen vernünftig repariert. Sehr gut. Schon mal so. Damit habe ich da jetzt auch noch das Geisterhaus. Hoffentlich generiert mir das auch noch zusätzliche Besucher. Und am besten sollte ich jetzt auch noch mal direkt... Sehr geil. Und das Schöne ist, aktuell habe ich sogar immer noch einen Kredit laufen. Uff, ey. Ein bisschen die hier noch.
Neue Parkstufe erreicht. Sehr gut, damit fehlt mir. Sonntagshop, Burgershop, Mineralwasser. Tagada hat eine verdammt hohe Spaßbewertung, das ist nicht zu unterschätzen. Ambient. Er hat eine sehr hohe Begeisterung. Ey, es tut mir halt echt leid mit dem Gebohrer, aber ich beende ja jetzt auch die Folge, dann sollte sich das hoffentlich. Dann sollte es hoffentlich nicht mehr weiter stören. Das Ding hat Spaß, Spaß 4. Ich bin halt echt am Überlegen. Wie ich mit Da Vinci gehe. Wegen Tagada und so. Aber ich würde dann auch wirklich sagen, dass ich jetzt an dem Punkt diese Folge beende. Allein schon wegen den Gebore. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.